Einen schönen guten Abend und willkommen hier zu den königlichen Spielen auf Twitch oder spielt auf YouTube, je nachdem, wo du zuschaust. Nächster Stream, nächste Folge Mario Maker 2 hier auf Twitch. Es ist wieder Dienstag und es ist wieder Streaming-Zeit. Ich bin hier schon im Spiel und ich kann mir schon mal die Mitteilungen angucken. Für Tricks in Hearts hat Pilzkopf einen neuen Weltrekord aufgestellt. Jetzt klauen mir alle hier diese Weltrekorde. Oh, es gab wieder ein Herzchen für ein Level von mir. Ich weiß nicht, ob die Queue jetzt auf ist. Ich warte doch einfach, wenn die Leute gleich so reinschauen. Ich habe auf jeden Fall noch 5 Level in der Queue. Je nachdem, wer gleich reinschaut, fühle ich das Level. Find the difference in school. Wir machen mal ein paar Aufwärmlevel. Irgendwie ist die Queue offen, aber der Bot ist wieder nicht wach. Sehr, sehr komisch, dass vor 2 Folgen der Sound asynchron gewesen ist. Das funktioniert jetzt alles ohne Probleme. Ich weiß nicht, was da der Problem gewesen ist. Und das echte Matteo, der ist aber immer ganz, ganz schnell. Ich glaube, das ist ein Bot, der das immer alles reinpostet. Aber es funktioniert. Das ist auch sehr, sehr gut gemacht hier mit dem Schornstein, dass hier dann hier die Wolke rauskommt. Wieso kann ich da nicht rein? Bin ich nicht der Weihnachtsmann? Okay, das ist ja einfach, außer man ist farbenblind. Es gibt da Leute, die haben diese Grün-Rot-Schwäche. Für mich kein Problem. Ganz links. Okay, da unten. Hier ist die Münze. Ich dachte, ich muss die Pilze zählen. Das wäre auf jeden Fall schwieriger gewesen. Final, jetzt schon. Ah, das ist die Coin hier, ne? Tagchen, alles fit? Bei mir ist alles wundervoll. Guten Abend. European Extreme. Komm, das kriegt ein Herzchen von mir. Schön, dass du reinschaust. Bis jetzt ist noch nicht viel los. Ich streame erst seit 8 Minuten. Mal gucken, wer heute alles so vorbeischaut. Hier gibt es wieder ein Zelda-Level. Ich wollte, glaube ich, einen Stream machen, nur mit Zelda-Leveln. Und dann auch Multiplayer. Diese On-Off-Level gibt es ja massenweise. Darf ich mein erstes Level hinzufügen? Darfst du. Da steht jetzt zwar Position 6 und Position 7, aber ich kann das ja alles bei mir intern hier noch ein bisschen umändern. Ich glaube, das ist ja noch nicht mal so ein Speedrun, sondern einfach auf entspannt die On-Off-Schalter. Okay, das war's mit entspannt. Spiele ich gleich nach dem Level. Kann ich machen. Du bist gleich Platz 1. So.
Ja, die anderen Leute sind nicht da. Ich habe meine Queue beim letzten Mal nicht geleert, deswegen warte ich jetzt, bis die Leute kommen. Und solange sie nicht da sind, mache ich die Level von Leuten, die da sind. Ach, hier geht's weiter. Oh, hier ist ein Leben versteckt. Oh, das hätte mich jetzt gekillt. Und das hat mich gekillt. Da könnte man eigentlich auch einen Speedrun draus machen. Hier ist das Ende. Ich bin der Meister des Versagens, kurz vor Schluss. Also alles, was mir gefällt, kriegt ein Herzchen, aber kein Stempel. So, mal gucken. Das Problem ist, dass das echte Matteo, der ist immer drin, schickt ein Level und haut dann wieder ab. Also seine Level muss ich gar nicht spielen. Mal gucken. Also wenn Schofield gleich nicht da ist, spiele ich das nicht. Daniel. Es gibt so viele. Ich mag die Level, die man Speedrun kann, aber auch normal Level. Ich mag diese 20 Sekunden Speedruns, die gefallen mir sehr, sehr gut. Auch wenn die ein bisschen knackig sind, schwierig, aber 20 Sekunden sollte eigentlich jeder hinbekommen. Mit ein wenig Konzentration. Das sind aber sehr viele Cars. 9 und dann das G. Heaven's Liar. Ah, 20 Sekunden. Simple Puffing with Spray on the Bad Guys and Secrets. Okay. Das war ja sowas von klar, dass von oben was kommt. Das war schlecht. Ich glaube, mehr Glück als Verstand war das. Und hier ist sofort der Checkpoint. Das hat mich auf jeden Fall hier gerettet. Von oben kommt nichts. Erinnert mich ein bisschen an ja, so ein klassisches Mario-Level. Außer vielleicht das hier. Tschüss. Ja, bis jetzt auf jeden Fall sehr coole Jumps. Hier muss man schnell durch. Das war auch sehr knapp. Ja, das ist jetzt ein bisschen tricky hier. Vor allem, weil die so nach links-rechts schaukeln. Und der ist schon das Ziel. Oben ist das Secret, oder? Kann man hier hoch? Bis auf ein paar Kleinigkeiten wollte ich auch genau das bauen. Ein klassisches. Ne, ich kann dir gern sagen, wo die Secrets sind. Ich kann dir auch ein Herzchen geben. Ein Stempel. Dass ich durch bin. Und dann gucke ich mir das noch einmal an. Dann ist da noch nichts los hier bei mir.
Kann man nicht, irgendwie kann man nicht. Also man muss auf jeden Fall. Kann man da links? Ich guck mal, ob man das jetzt irgendwie anders machen kann. Na, das geht nicht, ne? Von der Pipe. Also in der ersten Pipe. Da ist bestimmt ein Leben drin. Soll ich denn da hochkommen? Ist das tatsächlich so gedacht? Nope. Mal Stampfattacke gibt's hier nicht. Und mit der Power-Up zum zweiten Secret kann man zum dritten Secret. Zugegeben, das dürfte nur möglich sein als kleiner Mario. Ja, aber der Sprung da unten kannst du als kleiner Mario nicht machen. Also nicht den, sondern den ganz unten. Also ich kann es, glaube ich, nicht. Doch, hab's getestet. Und mit dem Power-Up vom zweiten Secret kann man zum dritten. Kann man hier irgendwo rein? Hätte man auch machen können. Alles klar, blöde Pflanze. Kann man hier hoch? Also wenn ich das erste Secret nehme, kann ich das zweite nicht mehr erreichen, weil ich das dann überspringe. Richtig schön und elegant in den Tod. Okay. Ja, dann bin ich ja hier schon falsch. Ich werde das noch überleben. Ich werde überleben. So. Die gehen mal so ein bisschen auf den Keks, wenn ihr so nach links, rechts watscheln. Das sieht auch ein bisschen aus nach Secret mit den Wolken hier. Auf der linken Seite kann man sich retten, obwohl... Oder wie du jetzt mit Damage Boost auf den rechten. Na, dann gucken wir mal. Nehmen wir das Level hier komplett auseinander. Das Ende ist nur Deko tatsächlich. Wer weiß, wer weiß. Ja, ich, wie gesagt, das ist... Das muss man alles gut abschätzen. Das bestimmt, ne? Sehr, sehr gut. Oh, hier ist ein Fuffi. Hier ist noch ein Fuffi. Oh. Hi. Ich liebe Secrets. Man sollte in jedes Level ein, zwei Secrets einbauen. Jetzt bin ich hier. Okay, wenn man natürlich das Secret hier kennt, kann man hier etwas einfacher durch. Jetzt voller Anlauf und durchfliegen. Runter rechts beim Checkpoint. Ich versuche mal diesen Sprung da nach oben. Ich bleibe klein. Oh, das ist aber mal nur tricky.
Ich weiß nicht, wenn hier noch so ein Ding ist. Hast du noch weitere Level? Oh, es geht tatsächlich. Und das alles für ein Leben. Sehr gut. Kommen wir dann nochmal zurück hier? Sensationell. Gut, das hat niemand gesehen. Circa 4 Sekunden schneller als links hoch. Apropos schnell, Gibson. 19 Sekunden. Nein, bisher noch nicht. Keine weiteren Level. Dann wollen wir das mal ein bisschen schneller hier machen. Ich muss... Ne, ich muss einfach da hoch. Ich muss einfach hier hoch. Und dann, wie du gesagt hast, oben einfach durchfliegen. Ich mach dir einen neuen Rekord. Ich muss da gar nicht hoch. Hier muss man schnell durch und dann brauche ich dich. Hier kann man ja gar nicht durch. Nein. Aber ich kann ja nicht komplett alles durchfliegen. Ich kann das so machen. Ich kann das ja nicht. So, jetzt muss ich ein bisschen lesen. Für Secrets brauchst du den Tanuki-Suit hier runter, quasi beim Checkpoint runterfallen. Du kannst doch Anlauf auf den Plattform holen. Oder der Tanuki läuft. Ich kann aber dann, wo der Checkpoint ist, ja nicht weiterfliegen. Ich kann hier hoch. Wird gemacht. Da unten oder was? Dann wirst du sehen, was ich meine. Okay, da komme ich aber nur mit dem Tanuki. Nices Versteck auf jeden Fall. Da wird wahrscheinlich niemand drauf kommen, außer wenn man runterfällt. Aber das dauert alles mehr als 20 Sekunden. Wie hat er das gemacht? 20 Sekunden? So, hier ein paar getimte Sprünge. Ich glaube, das dauert alles viel zu lange, hier hoch zu gehen. Thank you.
Schaff diesen letzten Sprung hier nicht. Das hat mehr gedauert als 20 Sekunden. Perfekt. Ich glaube, der ist da komplett durchgerusht. Ach so, du willst wissen, wie man die Zeit schlägt. Na gut, die Geheimnisse und jetzt natürlich, dass man schneller ist. So knapp. Ich weiß nicht, ob der einem hilft. Oh, knapp. Das war nicht schlecht, dass ich anfangs kurz hängen geblieben bin. Der Goomba hilft. Ja, ich komme ja trotzdem so dahin. Die Kanonenkugel kann aber auch helfen. Okay, deswegen die Münzen am Anfang. Das ist ja schon alles optimiert hier, ne? Das ist aber wichtig, damit ich hier hochkomme. Wenn man hier schnell genug ist, kann man auch dadurch und dann direkt auf den. Guck mal, jetzt haben wir ein Speedrun-Level. Ganz spät muss man da. Der da so fehlplatziert aussieht. Ich darf nicht auf den Goomba. Oder ich will nicht. Oh, diese Kanonen. Man muss hier einen kurzen Moment warten. Wie will man das denn sonst schaffen? Das ist nicht ideal. Ich würde tatsächlich so springen. Dann muss ich hier nochmal zweimal springen. Ruhig Sprungtaste gedrückt halten. Ich mache das jetzt so lange. Bis jemand anders kommt. Oh. Das sah doch gut aus. Das ist zu perfekt, ich darf nicht verlieren. Dr. Jinxie. Guten Abend. Aber das hast du doch, das ist doch gewollt, oder nicht? Irgendwie schon, wenn man das dann hier so sich anguckt. Später Sprung, auch hier spät springen. Dann muss man hier auch... Oh,
Aber passt noch. Und dann ist hier das Problem. Soll ich davor springen? Okay, du hast das Level so gebaut. Ja. Das hat man. Ist auch sehr, sehr gut. Jetzt bin ich hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob ich zum Schluss auch die Coins mitnehmen muss. Ja, das ist unfassbar, dass man jedes Mal an dieser Wolke hängen bleibt. Alles klar. Also der Sprung ist aber zu lang. Von Goomba zu Goomba. Ich muss sogar da... Also ich muss hier überhaupt nicht spät abspringen. Wie habe ich das gemacht? Das muss man alles 100 Mal machen, bis man das... So war das fast richtig. Ah, wir haben ja noch Zeit. Jo, nein, schneller. Es ist echt heftig. Echt gutes Level. Ja, weil ich am Ende abgekackt bin. Wird es noch einen großen Bounce vor dem Paracute Kumba auf dem nächsten Goomba machen? Das ist echt gut, also... Schönes, kurzes Level mit sehr vielen Geheimnissen und man kann Speedrun. Das ist ein sehr, sehr guter Start für den Stream. Ja gut, ich werde jetzt den letzten Sprung nicht nochmal machen, aber oh, jetzt habe ich Schofield. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich habe das Level geschafft, das war wichtig. Ich bin das jetzt von Schofield, das habe ich das aus Versehen hier drauf gedrückt. Ja, die Queue spiele ich ja eigentlich nur, wenn die Leute da sind. Jetzt habe ich von Schofield das Level aktiviert. Danach kommt Doktor. Der Herr Doktor. Der kommt dann nach. Schofield. So, wo ist denn das Problem? So, das ist das... Wo ist das aktuelle Level? So, das hatte ich doch eben.
Okay. Und jetzt sollte das stimmen. Ja, das ist ja eine Technik hier. Der Doktor ist dann. Das von Scofield, der ist ja nicht da. Ich bin mal gespannt, ob das ein entspanntes Level ist oder ob man mich hier fertig machen möchte. Ach, das sieht doch ganz gut aus. Goomba and Mario Saving Princess. Epic Journey of Courage, Friendship, Puzzling, Power-Ups and Boss Battles. Let's do it. Aus Polska. Oh, jetzt erreiche das Ziel, ohne getroffen zu werden. Jetzt weiß ich nicht, ob ich. Hope you will like this one. Let's see it. Ah, jetzt kommst du da durch. Nope. Let's do it again. Ist aber unfair, wenn er hier mit seinem Feuer schießt. Nicht, dass er mich unten irgendwie erwischt. Next Bomb. Oh, jetzt macht er das von alleine. Was kann ich denn hier machen? Oh, von beiden Seiten. Cool Level. Sorry, boys. The princess in is in another castle. In another castle. Ooh. Three lives. Okay. And since she is another castle, more levels will come. Oh, nice. But the idea is really, really great. Nice. Thumbs up. Ich weiß ja nicht. Wie das mit dem Licht hier stimmt, ob ich gut zu sehen bin. Glad you had much fun. It was fun. Hat Spaß gemacht. It was funny. Nice level. Nice short level. Goomba and Mario saving Princess. Oh. Oh, this is your level. This level was so horrible to play.
Also ja, ich weiß, im Englischen steht da Good Stuff anstatt Spaß, ja. Die Englischen sind ein bisschen anders. It was a troll. I played this level for 40 minutes, 45 minutes. But a really nice troll level. Yes. I did it. No. Glad to hear it, yeah. It was really confusing to play this level. But the end was really, really, really cool. So. Hat jemand noch ein Level? Another level for me. So, jetzt weiß ich natürlich nicht. Also der hat ja das Problem. Kann sein, dass ich jetzt ein mehr gemacht habe. How you like the final twist? Final twist? Yeah, you have to wait at the beginning. 1 minute. And that's a clue. So, keine Level mehr. Ich weiß nicht, ob ich die anderen Level spielen soll. Von Daniel von Gravity. Jetzt habe ich das leider von Komm, ich spiele das trotzdem. Von Schofield. Obwohl ich das jetzt irgendwie weggepackt habe hier. Der hat sehr, sehr gute Level gemacht. Ich zeige euch mal das hier. 983. Ich habe ja aus Versehen, glaube ich, einen Sieg zu viel notiert, obwohl ich das Level ja gar nicht gespielt habe. Deswegen zocke ich das jetzt und dann lasse ich das so, wie es ist. Aber Magma Castle haben schon gespielt. Ich könnte dir ein gutes Level zeigen, aber es ist nicht von mir. Dennoch eine sehr gute Idee, meiner Meinung nach. Du kannst auch Level von anderen Baumeistern hier reinschicken, das ist kein Problem. Aber das habe ich doch schon geschafft. Wieso postet er zweimal dasselbe? Das habe ich schon geschafft. Mathematica. 7 Sekunden, so ganz, ganz chillige. Vielversprechend. Na gut, dass ich den weggemacht habe. Das Level habe ich schon längst geschafft. Der Deutschprofessor. Wann spielst du Pokémon? Das war's? Das war das Level? So, nächstes Level. Wann spielst du Pokémon? Wann spielst du Pokémon? Was kommt denn jetzt alle hier rein mit wann spielst du Pokémon? 4 Leute? 2 hoch 64, das ergibt. Okay. Das ergibt Sinn. Dass das Sinn macht, das ergibt Sinn. Werde ich hier zugespammt? Ist ein Level, das man spielt, ohne hinzugucken und nur auf die Soundeffekte achten muss. Das würde mich ja. Ja.
glaube nicht, dass die Leute, die das, die den Rekord gemacht haben, das gemacht haben. Du wirst nicht so gespammt. Das Mathe-Ass. Das ist echt schwierig zu lesen, weil das dunkelrot ist. Guck mal, fast ein neuer Rekord. Das Mathe-Ass, wer sollte dich denn zuspammen? Habt ihr eine Vierer-Party oder was? Ihr kommt zu viert in den Stream. Und macht Party. Da sitzt ihr wahrscheinlich alle nebeneinander und habt euch da abgesprochen. 2 hoch 64. Ich kann mich hier... Ich kann wahrscheinlich hier direkt drauf. Das wird mich verkürzen hier. Ach, du hast ein Level geschickt. Das schicke ich mal nach oben. Ich bin mal gespannt, ob ihr die gleichen Farben habt. Nö, habt ihr nicht. So sieht es aus, mein König. Oh, das war... Wieso verliert er hier an Geschwindigkeit? 1, 2, 3, 4. Komm, ein paar Mal noch. Aber ich verstehe nicht, wieso er langsamer wird. Was soll ich denn damit? So kann man das auch nicht machen. Oh, kann man das nicht mit diesem Sprung schneller machen? Hey, ich war schneller. Direkt nochmal. Ich glaube, das geht schneller. Ich könnte, glaube ich, komplett rüber. Das kommt irgendwie nicht hin mit 4 Zuschauern. Ne? Wenn ihr 4 jetzt da seid, ich bin da. So, mit diesem Sprung wollte ich das machen. European Extreme ist er noch da. ...6688, das gefällt mir. Das wird wahrscheinlich von irgendeinem Japaner wieder überboten oder unterboten, besser gesagt. Ach, was soll's, keine Stempel. Jo. Das gefällt mir. Ich habe auch momentan nicht so viele Rekorde. Wie viel habe ich denn hier? 38. Next level, please. Oder freue ich mich schon? Wenn das erste Level so gut ist, dann freue ich mich auf das zweite. Cynical Fanboy, hallo mein König. Ach, der ist auch noch da. Seit Jahrhunderten nicht gesehen und nicht gehört. So. Wie gesagt, ist nicht von mir selbst. Three steps ahead for Fanboy. Blindfold werde ich dir nichts machen, mein Junge. Willst du mich eigentlich umbringen mit 2,78? Walk, hold, sit, 2 coins, then jump on damage or power up. 3 keys, press up. Muss ich das jetzt blind spielen? Ich spiele das nicht blind. Bille Quaya. Bille Quaya. Ja, aber für den Stream blind. Weil ich hab den Sound hier nicht so laut. Ja, du kannst ja nicht sagen, ob ich gucke oder nicht gucke. Ich gucke nicht.
Walk. Was heißt denn Hold Z? Ach, die Schultertasten. Und ich muss laufen. Wie soll ich denn spielen? Soll ich dann so spielen? So, das waren die zwei Coins. Das war's dann wohl. Der König hat versagt. Ich weiß gar nicht, ob ich gucken darf. Da ist ein Pilz, ne? Was steht in der Beschreibung? Na, schade, dass es hier nicht mehr steht, ne? Ich soll also ganz normal gehen. Dabei Z halten. Was auch immer das bringen soll. Zwei Coins, dann muss ich jumpen. Und Damage or Power Up. Und dann muss ich bei drei Schlüsseln muss ich hochspringen. Oder hochdrücken. Wieso muss ich denn L halten? Muss ich euch alle wegbannen oder was? Also muss man halten, weil keine Ahnung, was macht er. Die Schultertasten oder die Schultertasten? Hm. Darf er gar nicht nach oben springen? Das Mathe als Volkszynikel. So, da muss ich ja springen. Ich sehe das ja hier schon. Das heißt, wenn ich. So, was wird das jetzt? Knacke ich jetzt meine 50 Follower, weil hier ein nach dem anderen. Das ist ein abgekatertes Spiel. Ich bin's nicht. Als ob. Das Mathe-Ass, das ergibt Sinn. 2 hoch 64 und der Deutsch-Professor. Jetzt habe ich 49 von 50. Danke. Einer fehlt noch. Also auf jeden Fall Dankeschön. Ich weiß nicht, was hier abgeht, aber okay. Ich bin dann mal weg. Okay, ich kann mit beiden. Als ob das nicht schon schwer genug ist, das so zu spielen. Ich weiß noch gar nicht, was passiert. Und da sind 1000 Leute wieder gestorben. Du musst direkt loslaufen, sobald das Level startet. Ach so, das ist okay, jetzt verstehe ich das. Das heißt, immer wenn zwei Coins sind, muss ich springen. Okay, ich glaube schon, dass ich das. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Ich weiß nicht, wer hier meinen Stream sabotiert. Von Anfang an L und rechts halten.
Dann mache ich nochmal Neustart. Jetzt habe ich 48 Follower. Das Blöde ist, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Und ob das passt oder nicht. Zwei Coins sagen dir nun. Ja, aber das Problem ist, guck, wenn ich jetzt gucke. So, hier ist dieses Power-Up. Ich muss mir das ein bisschen hier angucken. Also ich muss ja Walk, heißt das ja. Okay. Aber dann muss ich ja trotzdem springen. Egal ob ich jetzt Damage bekomme oder ein Power-Up. Muss ich ja springen. Also bin ich tot. Das Problem ist, ich kann ja jetzt nicht dazu lernen. Ich bin jetzt gestorben und ich weiß nicht wieso. Aber die ersten zwei passen schon mal. Also meistens. Okay. Okay, irgendwas ist schiefgelaufen. Oh, Tür. Ach, da hieß doch, Press. Wenn ich irgendwas bekomme, muss ich hochdrücken. Ja, und dann hätte ich ja springen müssen. Von der Idee nicht schlecht, aber... Da muss man echt gut... Aber das war doch schon, also ich sehe es ja nicht. Ich hoffe, das war gut. Neustartos. Was auch immer. Wobei drei Keys. Der 50. von. Ja, das ist nicht der 5. Also, es kommen 1000 Millionen Leute hier hin. Ich muss ein Level blind spielen. Dann haut wieder einer ab. Und irgendein Typ, der der 50. jetzt sein wollte, ist der 49., weil irgendeiner wieder weg ist. Was ist eigentlich los bei euch? Also, European Extreme ist das erste Mal dabei hier. Und dann sowas. Aber du könntest der 50. sein. Uff, der 50. Follower. Kann es sein, dass du eine Person bist? Er hat sich den 50. geschnappt. 50 sind voll! 50 sind voll! Die Anzeige ist kaputt. Jetzt muss ich die Anzeige eigentlich ändern, sonst wird das nichts. Ich mach das Level gleich. So, jetzt hat er dir das weggeschnappt. Das ist doch... Ist das eine Person, die jetzt 5000 Accounts hat? Ähm...
Einen Moment, ich werde mal hier was gucken. Ich bin eine Person, ja. Wie sollte ich zwei Personen sein? Ich habe keine Ahnung. Woche soll ich wissen, was da los ist? Jetzt wurde hier was geklippt. Ich habe übrigens meinem Nightbot gesagt, der soll nicht immer so ausrasten und die Sachen, die ganzen Links wegbannen. Oh, cool, jetzt hast du das ja. Ja, da bin ich doch gestorben. Jetzt hast du das geklippt, wo ich gestorben bin. Ich dachte, du hast das geklippt, wo ich am weitesten gekommen bin. Ach, unten die 50 von 50. Das ist einfach sensationell. Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen. 50 Bewohner des Königreichs. Wobei jetzt die letzten 4-5 sind jetzt von einer Person. Das war zu lang her für einen Clip. So, ich muss jetzt eine kleine Pause machen. Einmal kurz durchatmen. Ich muss kurz zum Overlay. Habe ich gerne gemacht. Fabi04. Kein Thema, gönn dir. Ich weiß nicht, ob ich das Level... schwierig. Ich würde es vielleicht ein bisschen privat versuchen, weil man muss echt gut hinhören und alles. Und jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, kriege ich irgendwann Rückenschmerzen und ich muss auch manchmal lesen, was hier steht. Und das wird irgendwann schwierig. Schwierig. So. Ich muss ein bisschen was ändern. Der Fabi also. Also nimm das jetzt bitte nicht als Anreiz, was ich jetzt mache, ja? Will dich da jetzt nicht irgendwie berufen, noch weiterzumachen. Aber ich muss das ja ändern. Ich hab's geändert. Verstehst du Situation nun, wo du deine Untertanen in deinem Chat siehst? Fabi 04. Finger weg von Drogen. Es steht da unten 50 von 100. 50 von 100. 100. Ich bin mal gespannt. Leider sind heute nicht so viele aus dem Volk hier. Aber ich könnte mir ganz, ganz gut vorstellen, vielleicht am Sonntag oder so. Samstag bin ich wieder den ganzen Tag unterwegs, aber vielleicht am Sonntag oder so. Und dass man vielleicht ein bisschen was zusammenzockt, einen kleinen Volkstag macht mit meinem Volk. Für 50 Follower. Nein, ja zu Drogen. Nein, ja zu Drogen. Tatsache. Oder ja, Hashtag Nein zu Drogen. Das geht natürlich auch. Es ist unfassbar, wie ungewohnt das ist, dass jetzt unten einfach eine dicke 100 steht. Muss jetzt essen, bin später nochmal hier. Dann bis gleich auf jeden Fall. Ich werde das mal hier weiterhin versuchen. Kann ich das nicht einfach... Ich muss ja gehen. Aber bis später auf jeden Fall. X-Stream. Junge, diese 50, die ist... wie schnell man aus 100% 50% machen kann, ne? Also das wusste ich nicht, dass es jetzt so blinde Level gibt. Ich weiß nicht, welches Spiel das gewesen ist. Irgendjemand hat ein Spiel blind geschafft. War das nicht auch ein Mario-Spiel? Das allererste Mario-Spiel oder so? Es gibt tatsächlich Leute, die blind speedrunnen. Das ist schon sehr heftig. Ich verstehe nicht, wieso man ein Z hier drücken muss.
Oder genau deswegen. Komme ich mit Z über die Stacheln hier besser? Ich muss jetzt mal ganz kurz testen. Ich glaube, es ist nicht unfair, wenn ich das einmal so durchspiele und dann vielleicht blind. Ich muss ja wissen, was mich erwartet. Das ist absolut grässlich. Wie geht's dir denn, Fabi04, wenn du hier schon Leute mit deinen Follows zuspamst? Das ist kein Stück besser. Einmal in der Mitte durchschneiden oder ein oder der Nenner im Bruch mit 2 multiplizieren, dann wird aus 100 immer 50. Ich lasse die Aussage einfach so stehen. Es fühlt sich an, als ob ich nichts erreicht hätte. Ah. Nichts gut, bin krank. Wie lange bist du denn krank? Ganze Woche? Ja, man muss echt perfekt springen. Mit Gucken ist das schon schwierig. Da muss ich dann nach oben. Ich würde ganz gerne sehen, was ich eben blind geschafft habe. Krank. Weiß nicht, bin kein Hellseher. Schade. Ich dachte, du kannst alles. Und beim Arzt war ich noch nicht. Unverschämtheit. Der hatte heute keine Zeit für mich. Oder, ey, das ist... Das kann man als Arzt aber auch gar nicht machen. Da sitzt du da die ganze Zeit. Du möchtest drankommen und dann irgendwie nach 4 Stunden. Ja, wir machen jetzt zu. Ich kann nach Hause gehen. Da hängt er da mit einer offenen Fleischwunde und muss nach Hause. Ja, das, so habe ich das gemacht. Nach oben und dann... Gut, das ist glaube ich falsch. Okay, wer anfängt zu schummeln, wird getötet. Aber das geht ja nicht hier. Habe um 9 Uhr angerufen und die meinten, dass alles voll sei. Normalerweise rufe ich immer um 9 Uhr an und alles ist leer. Wenn es der Montag ist, ist alles voll. Das sind die guten alten Blaumacher. Und wenn jemand tatsächlich krank ist, dann ist Kacke. Ist auch meistens bei mir so gewesen, dass ich dann montags irgendwie zum Arzt wollte und dann sitzen da so viele Vollpfosten. Oh, ich bin krank, ich kann nicht zur Arbeit gehen. Naja. Ja, das ist ja wieder hier. Ich muss hier weg. Heute ist aber Dienstag. Das ändert aber nichts an meiner Aussage, dass montags meistens alles voll ist. Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Wobei, ich müsste ja wissen, dass es Dienstag ist, denn ich streame immer dienstags. Das ist wieder so ein kurzes Level. Wie wär's, wenn wir jetzt ein bisschen auf Rekordjagd gehen? Ich habe mir eben 2 geschnappt. Ne, einen habe ich mir geschnappt. Ach, das ist wieder so ein... Das meine ich. Also es gibt so tolle Level und dann gibt es immer diese Tricks-Level. Oh. Das hat ja funktioniert. So, und das muss man sofort schaffen. Wo sind denn die ganzen Leute hier? Wo ist das Volk?
Schauen Sie heute Champions League, mein König? Wann ist Champions League? Champignons League? Hier zum Kochen? Die Champignons? Wahrscheinlich wieder 21 Uhr noch irgendwas, ne? Ich bin das Volk. 21 Uhr. Ja, dann müsste ich ja heute eine kurze auf... Ich bin der Beste! 4,49. Aber ich kann den nicht von unten nehmen, oder? Ich kann den nicht von unten nehmen. Und für oben bin ich zu langsam. Ich hab den wirklich beim zweiten Mal habe ich den gegrabt. Nein, ich hasse Champignons, aber ich mag den Namen. Ach, du bist ja Deutschprofessor. Du magst einfach... Geht dir der... Also ganz ehrlich, wenn du so gewisse Wörter liest... Geht dir der einer ab, oder was? Nur so Champignons. Champagner. Schimpanse. Oh yeah. Das gefällt ja, hä? Dein Sexspielzeug ist ein Wörterbuch, ne? Da geht's richtig ab. Oder so ein Duden. Das macht mich richtig heiß. Ich glaube, ich habe das einmal jetzt hinbekommen, so schnell. Und ich glaube. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier. Der Deutschprofessor. Ich bin der Deutschprofessor, nicht Fabi. Ganz ehrlich. Das glaube ich nicht. Ja, da geht mir echt einer ab. Und ich war wirklich schneller. 3,9 unter 4 Sekunden. Es muss perfekt sein, damit mich niemand unterbieten kann. Wenn der erste Sprung nicht funktioniert, dann kann ich doch warten und den zweiten gezielt setzen. Aber das geht auch nicht. Wieso glaubst du es nicht? Ja, der Name der Deutschprofessor ist mir so auffällig. Also ich weiß, ich kenne das Timing nicht, wann ich springen soll. Wer spielt denn im Champignons League? Das Problem ist, es ist ja meistens irgendwie Dienstag oder, keine Ahnung, Donnerstag. Irgendwann sind immer Spiele. Okay, das könnte man auch so machen. Bitte begründen Sie diese waghalsige... Waghalsig ist auch ein Wort. Das echte Matteo. Das echte Matteo, wie wär's, wenn du einfach mal auch dabei bist, wenn ich das spiele? Doofmund gegen Paris SG. Also eigentlich müsste ich ja Dortmund gucken, ne? Wer sollte deiner Meinung nach gewinnen? Paris wird auch nicht einfach, ne? Paris. Ja, natürlich. So, wieso mache ich das hier noch 20.000 Mal? Wieso grab ich das nicht? Das wird eine neue Herausforderung.
Oh, da werde ich nach hinten gebounced. Was soll die Scheiße? Du hast Geld drauf gesetzt. Ja, dann hoffe ich, dass Doofmund gewinnt. Ganz klar. Ach ja, als ob. Also wenn der Powerblock oben ist. Okay, ich muss eine halbe Sekunde warten. Jetzt. Das kann man nicht schneller machen. Wir müssen ein paar Rekorde brechen hier. Break. Das heißt, will ich eine halbe Stunde noch... Ja, ich möchte schon 2 Stunden voll machen. Uff, wenn dort Doofmund gewinnt, hast du um 23 Uhr 7 Follower weniger. Das heißt, du hast 7... Okay. Es war also alles eine Lüge. Der 50er hier, der Deutschprofessor, 2 hoch 64, das ergibt Sinn. Das Mathe-Ass sind schon mal 5. Du bist 6 und 7 ist wahrscheinlich hier dieser. Ne, dann habe ich 8 weniger. Baumhaus und Cynical Fan. Das kann nicht wahr sein, ne? Ich werde das nicht unterstützen, dass man hier mit irgendwelchen komischen Fake-Accounts ein Königreich sabotiert. Also habe ich 42 Bewohner oder 43 Bewohner und 7 Schaufensterpuppen. Oder Vogelscheuchen. Ich habe 7 Vogelscheuchen. Was soll ich damit? So, das habe ich geschafft. Das Level habe ich geschafft. Es ist auf jeden Fall ein sehr vorzügliches Level. Nicht nur, weil ich den Rekord gebrochen habe. Ich weiß nicht, ob das schneller geht. 3, 2, 3. Das sind keine Fake-Accounts, das sind Sub-Accounts, die nur gelegentlich Aktivität zeigen. Das war langsamer. Ja gut, sie nicht fake, aber das ist ja... Ach, wenn die irgendwann in ein paar Monaten alle reinzappen, ist mir das auch egal. Kann ich mich nicht da durchglitschen? Die können alle reinzappen und adeliges Blut bekommen. Und dann ist mir das okay. Ach, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich muss den Sprung gezielter machen. Ich dachte, das Level wäre trickier. Tricker? Getrickter. Unter 3 Sekunden. Der König beweist heute wahre Stärke. Das ist fantastisch. Das wird man, glaube ich, so schnell niemand wegschnappen, außer es ist ein Japaner. 4 plus 4 ist 8, Tatsache. Ach, so ganz, ganz kurze Level, das gefällt mir. Kommentare sind deaktiviert. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. 7, 8 Sekunden. Ach, wir werden auch das hier optimieren. Man sollte das vielleicht erstmal schaffen und dann... So, so, so. So. Na gut, das ist jetzt nicht das Beste, was ich kann. Knapp, knapp, knapp. Nicht Sub im Sinne von Subscriben, sondern Sub im Sinne von Unter...
Wie Submarine? Nein, das ist reinzappen. Einfach mal reinzappen. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das kann der neue Rekord sein. Wir gehen auf Rekordjagd. Komm schon, verdammt, sag, dass es wahr ist. Ah, ich würde sagen, dass ich schneller gewesen bin. Ich war eindeutig schneller. Ich war schneller. Kann man das nicht schneller machen? Ist das die perfekte Zeit? Ich habe die gleiche Zeit wie der Rekordhalter. Es wir Sub ausgesprochen und nicht Sub. Sub? Ein Sub? Ein Submarine? 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 Würdest du aufhören, hier Leute zu verbessern? Okay, dann muss ich hier nochmal so einen Wirbel machen. Ich glaube, es geht nicht schneller. Das macht keinen Sinn. Ich muss... Muss ich nach oben? Muss ich komplett nach oben? Muss ich überhaupt irgendetwas? Ist das die perfekte Zeit, die schon gebrochen wurde, oder geht es schneller? Es geht nicht schneller. Es... Es muss doch möglich sein, 0,01 Sekunde schneller zu sein. So bestimmt nicht. Kürzere Flugbahn. Ich werde nie aufhören, Leute zu verbessern. Oh, das hätte ich aber auch hier. Es ist nämlich keine Provokation. Sondern eine Hilfestellung. Per SS heißt, es ergibt keinen Sinn. Habe ich wieder was falsch gemacht? Aber das Problem ist, wenn man sein ganzes Leben lang es macht keinen Sinn sagt, dann ist es schwierig, da was anderes zu sagen. Es gibt ja Leute, die immer noch sagen Einzigste. Und die werden das auch, glaube ich, nie im Leben ändern. Ich sage immer Einzige, weil Einzigste habe ich nie gesagt. Aber naja. Und ob das tatsächlich... wie es angenommen wird, ist immer eine andere Frage, Herr Kollege. Das war einfach zu weit. Für dich ist es keine Provokation, sondern eine Hilfestellung, aber wie die Person das aufnimmt, das ist eine andere Frage. In welchem momentanen Zustand sie sich befindet und wie sie das dann empfindet. Ja? Wenn ein schöner sonniger Tag ist und du das dann machst, das ist dann fantastisch. Aber wenn die Person eh schon aggressiv ist, und irgendwie aggro, dann kann das nach hinten losgehen. Und wenn man das zu oft macht, dann ist es einfach nur nervig. Und ich habe das Gefühl, dass ich hier kein Stück weiterkomme. Aber heute ist wirklich niemand... oder... Ja, bis auf dich, aber sonst ist niemand da. Von meinen bekannten... Bewohnern. Ich habe es mir innerhalb von wenigen Sekunden abgewöhnt. Ich habe gelesen, dass es nicht, es macht keinen Sinn heißt. Und mein Hirn hat es sofort verinnerlicht. Wieso sind ja die Kommentare abgeschaltet? Oder abgeschalten? Muss ich auf die draufspringen? Ist das schneller? Ja, und zwischen Intention und Auffassung gibt es gewisse Differenzierungen. Da hast du recht, mein König. Das geht nicht schneller. So, hier ist dunkel-lila auf schwarz und das ist Mr. Bumbe, der ein Level reingepostet hat. Das kann ich mir gleich reinziehen. Das geht nicht schneller, ich weiß nicht. Aber sicher.
Ich weiß nicht, wieso man das nicht abstellen kann bei Twitch. Oder auf Twitch. Bevor ich wieder verbessert werde. Dass man einfach so dunkle Farben ausstellen kann. So dunkelblau, dunkellila, dunkelrot. Das sieht man doch nicht. Und das geht einfach nicht schneller, das Level. Das geht einfach nicht schneller. Ich wollte doch Rekorde brechen. Und bevor ich mal meine Finger hier breche, lasse ich es lieber. Das geht einfach nicht schneller. Das ist schon optimiert bis zum geht nicht mehr. Da haben wir ein Level. Dann spiele ich jetzt einfach dein Level und dann die anderen, die ich hier habe, weil die Q muss ich heute mal leeren. Hier Fabi04, wie lange hast du gebraucht, circa um Pokémon durchzuspielen? Also wenn ich das auch anfangen sollte. Du bist jetzt dran, ja. Der Mr. Bump. Bump oder Bump? Man weiß es nicht. Habe ich das letzte Level? Jetzt weiß ich das nicht. Ich denke schon. Ich scroll mal kurz nach oben. So, next, dann. Ach so, da ist noch das Level online von. Das würde ich jetzt einfach rausschmeißen. Weg mit dem Kerl und dann würde ich das nächste nehmen. Bisschen tricky, dass ich da nicht vorher was dazu geschrieben habe. Los geht's mit dem nächsten Level mit W9. X. Ja, die ganzen Leute sind noch nicht da. Also die haben das reingepostet und lassen sich nicht blicken. Deswegen. Man kennt solche Leute, die reinkommen, ein Level schicken und dann abhauen. Aber ich werde dann gleich die anderen Level spielen, damit ich die Q wegmache. Ach, 0,6, das ist. Get the goal before time kills you, okay. Kann dann vielleicht die nächste Niederlage sein. Wenn ich 40 mal sterbe und es dann doch schaffe, ist auch okay. Sammle mindestens 6 Münzen und erreiche das Ziel. Ich habe jetzt schon keinen Bock. Ich muss unten auf die Ente. Habe aber zwischendurch einen Scheiß gehandelt. Ja, aber fürs. Okay, zwischendurch. So, das Problem ist, brauche ich die Coin da unten wahrscheinlich nicht, ne? Ich brauche sie nicht, ne? Aber ich komme da nicht hin. Ach, da unten ist so eine Ente. So ein Panzer. Okay. Ich bin einfach nur blind gewesen. Ich habe das nicht gesehen vor lauter japanischer Werbung hier. Ich liebe japanische Werbung. Das kann ich eigentlich schon ganz, ganz gut hier. Wiki F7. Das ist wahrscheinlich Wiki. Wiki F7. Danke für dein Follow. Du wurdest in der Queue hinzugefügt. Du bist auf Position 6. Es ist eine dreiste Lüge. Du bist auf Position 2. Du bist auf Position 2. Wenn das aber tatsächlich ein 10 Sekunden Speedrun ist, dann könnte ich das tatsächlich schaffen. Auf jeden Fall einen schönen guten Abend. Ich weiß nicht, ob das mein Internet irgendwie verkraften würde, wenn ich das zocke und nebenbei Fußball gucke. Weil das eine ist ja Upload und das andere ist ja Download. P-Switch Jump kann ich eigentlich ganz gut. Wenn er mal funktionieren würde.
Ich habe den, glaube ich, bei Super Mario World gemacht. Da war der viel einfacher als hier. Okay, auf. Und hier werden schon Herzchen verteilt. Verdammt. Ja, der Jump. Jetzt muss man zuerst mal herausfinden, wie man hier am besten springen kann. Ich werde nicht aufgeben. Ich mache das nicht. Ich muss wahrscheinlich direkt. Hier ist er sehr einfach. In war das schwer. Im ersten Teil. Den ersten Teil habe ich bis auf paar Mal überhaupt nicht gespielt. 5-6 Level habe ich gemacht. Also gespielt. So, das ist natürlich jetzt ärgerlich, weil ich nicht weiß, ob ich sofort springen muss. Muss ich. Ich glaube nicht, dass ich einmal schwingen muss. Das ist tricky. Und dann muss ich auf ein Bullet belanden. Das Ding aktivieren. Copper. On-Off-Schalter. Dann das Ding und dann drüber auf die nächste Ente. Ich nenne die immer Enten. Das sind für mich Enten. Und jetzt habe ich 51 Follower. Was ist denn eigentlich hier los? Wir haben die 50er Follower-Grenze geknackt. Und zwar heute mit dem Stream. Ich. Mr. Bump. Danke für dein Follow. Fabio04, hast du wieder deine Hände im Spiel hier? Oh, da hättest du aber eine Coin benötige ich. So, mein König, ich verabschiede mich und für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Das warst du jetzt aber nicht mit den letzten zwei, oder? Mach mich hier nicht wahnsinnig. Ich wünsche auch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Fußball gucken. Eigentlich müsste ich jetzt auch Fußball gucken. Ich müsste eigentlich so viel. Aber das ist blöd, wenn ich nur zweimal die Woche streame. Dass immer irgendetwas dazwischen kommen muss. Ich schwöre, ich bin das nicht. Ich kann mir. Also ab jetzt kann ich mir nicht mehr sicher sein, ob du das bist oder nicht. Aber na gut. Dann muss ich dir wohl glauben. Nee, das ist schlecht getimt. Jetzt weiß ich auch, wieso die Abschlussrate so niedrig ist. Ich bin das echt nicht. Ja, dann mach dich weg. Dann noch einen schönen Abend und werde gesund. Werden Sie gesund, bitte. Und ich hoffe, dass Doofmond gewinnt. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß ja nicht, wie lange das Level da noch geht. Es ist ja an sich ja. Das Problem ist, man muss sich ja herantasten. Und unzählige Male in die Säge reinspringen. Ich gebe mein Bestes. Das wird mich auf jeden Fall sehr viel Zeit kosten, das Level hier. Ja, jedes Mal in die Säge. Jedes Mal in die Säge. Ich kann diesen Jump hier nicht perfekt timen. Vielleicht muss ich anders landen.
Ich glaube, ich muss direkt abspringen. Ich darf mich keinen Millimeter bewegen, sondern sofort wegjumpen. Das ist ja schwachsinnig. Das ist das Problem momentan. Ich weiß nicht, wie ich da am besten wegkomme. Und das ist auch ärgerlich. Habe es umgeschrieben. Nimm die Claw von weit links und Momentum zu bekommen. Ach so. Habe ich gar nicht gesehen. Links also. Ja, links landen und dann einen kleinen Schwung nehmen. Ach, das war auch ganz, ganz knapp. Jetzt von der anderen Seite. Das muss alles perfekt laufen hier. Ja, mach doch weiter. So, und jetzt ist das Problem. Muss ich diesen On-Off-Schalter da betätigen oder nicht? Diesen Block. Ich glaube, hier sind die meisten Leute gestorben. Richtige Kreissägenparty. Ja, musst du. Das Ding muss ich aktivieren. Auch immer diese Stacheln. Überall müssen Stacheln sein. Oh, auch da oben sind Stacheln. Kann ich mich nicht aber fallen lassen? Doch wesentlich besser. Und dann muss ich zweimal... Ich muss eigentlich durchgehend halten dann. Das ist... Das ist, was ist es denn? Und da kommen noch so komische Hitboxen dazu. Es gibt auch, okay, den muss ich weiterspringen. Also man muss alles perfekt abschätzen. Es gibt Leute, die schaffen das auf Anhieb. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Also damit ich, okay, damit ich unten auf das Ding falle. Auf die Ente, die unten ist. Zack, zack. Und dann einmal dadurch. Dann müsste doch eigentlich schon das Ende sein, oder? Danach. Aber es gibt Leute, die... Am liebsten würde ich jetzt zurückspulen. Und dann muss ich drüber springen. Ja, das ist ja machbar. Man muss einfach nur oft die gleichen Stellen spielen, damit man ein Gefühl dafür bekommt. Zack, zack. Nein! Das kann mir doch niemand erzählen. Das Problem ist, ich weiß ja nicht, was passiert. Hätte ich gewusst, dass da die Tür ist. Aber trotzdem, nicer Scheiß. Wenn die alle so kurz sind, irgendwie so 10, 20 Sekunden. Liebe ich solche Level, das ist echt cool. Außer wenn so etwas passiert. Aber sonst, nice, nice, nice. Kann man da nicht einfach Blöcke hinmachen? Wieso immer Stacheln? Jetzt springe ich hier wieder. Wehe, das ist so knapp getaktet. Sag bloß, das ist so... Ne, ist es nicht. Ist es nicht. Der Rekord liegt bei... 8, 9. Mit Blöcken wieder das Level easy. Und dann noch so ein
P-Switch Jump. Ach. Ja, das lief so gut. Ich hasse das. Wenn ich einmal am Ziel bin, habe ich anfangs wieder Probleme. Und das war... Da wollte ich ein bisschen kurz springen. Ach, die guten alten Stacheln. Nein! Jetzt habe ich das nicht geschafft. Ich glaube, letzten Dienstag hatte ich ein sehr, sehr schwieriges Level. Das habe ich 45 Minuten gespielt. Bis ich das hatte. Ich kann das von mir aus so lange machen, bis ich es schaffe. Und wir haben momentan 9 Zuschauer. Laut meiner Anzeige unten rechts. Das ist wieder zu kurz. Man muss echt auch hier aufpassen. Muss ich da noch was machen oder muss ich nur durch die Tür? Ja, dieser Sprung macht... Also das ist der schwierigste hier. Das so zu timen, dass man nicht an die Stacheln oben kommt. Aber das ist gut, dass der sehr früh platziert ist. Jetzt kann der einfach nicht jumpen. Schon habe ich 5 Zuschauer. Auch das hier. Da muss ich sehr, sehr weit springen. Aber wir wollen, dass ich es schaffe. Ganz ehrlich. Also die Hitbox haben sie auf jeden Fall nicht geändert. Die Stacheln sind immer noch assi. Das hätte man fixen können. Also es ärgert mich jetzt ein bisschen, aber dieser Sprung hier... Das ja jedes Mal. Ich muss einen schönen Bogen machen. Ich darf nicht so weit nach vorne. Dann geht's weiter. Ich hasse das, wenn ich kurz vorm Ziel bin und dann sowas. Ich weiß ja, was zu tun ist. Und jetzt komme ich nicht dahin. Oh. Die sind im ersten Teil schlimmer als im zweiten. Was? Die sind in dem Teil schlimmer als im ersten Teil, also die Hitboxen. Aber von den Stacheln auf jeden Fall. Von den Spikes. Wenn ich den zu kurz mache, lande ich unten. Wenn ich den zu stark mache, lande ich oben irgendwo. Es gibt Leute, die würden das schon längst schaffen. Die haben dann ein Gefühl dafür, ein Händchen. Es gibt Leute, die müssten 2-3 Mal starten und dann haben sie es. Die wissen dann ganz genau, wie man das jetzt hier macht. Ich habe keine Ahnung. Die wissen dann irgendwie die Mechanik. Ja. Immer wenn ich das ein bisschen anders mache, fliege ich oben in die Stacheln. Ja. Oder ich muss ich... Warte mal. Muss ich einfach nach rechts halten? Na, irgendwie so. Also langsam könnte man das ja beenden. Oh, das ist ein Hochhaus, oder? GG, dankeschön. Mr. Pump. Mr. Pump. Ja, der Rekord ist mir sowas von egal.
Du hast ein sehr gutes Level. Das sind genau die Level, die ich am liebsten spiele. Die kurz sind, aber knackig. Die KK-Level. Die kurzen, knackigen Dinger. Und ich würde sagen, ich bin durch. Nach Abschluss selbstverständlich. 2 hoch 64. Ach, du bist noch da. Kannst mein neuestes Mal tryen. Kommentar gepostet. Auf jeden Fall sensationell. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das war... Ich weiß nicht, wie lange das jetzt gedauert hat. Bestimmt 15 Minuten oder so. 10 Minuten. Weil das ist so eine Sache, die mich ärgert, wenn ich am Ziel bin und dann brauche ich nochmal 30, 40 Anläufe. Das muss optimiert werden. Oh, wir haben hier noch einen nächsten. Vicky. So, dein Level wird gespielt. Das habe ich ihn geschafft. Ja, ich bin ein stiller Genießer. Mhm. Ich weiß ganz genau, wer du bist. So. Das habe ich geschafft. Ich gucke nochmal nach. Okay. Irgendwann kommt die Zeit, da wirst auch du etwas falsch schreiben. So. Wir machen mal mit dem nächsten Level, oder? Hä, was? Schön, dass du noch dabei bist. 2 hoch 64. Aber 2 hoch 64 ist 64 mit sich selbst multipliziert. Sehe ich das korrekt? Kann man dann einfach 60 mal 60 und 4 mal 4 rechnen? Ich glaube nicht. So, das nächste Level ist von Vicky. Bist du noch da? Nein? Ja, ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Aber irgendwie... Oder 20 mal 4 und dann nochmal... Es gibt auf jeden Fall... Also die Inder können super rechnen. Die haben viel mehr Wege und Möglichkeiten herausgefunden als der Rest der Welt. Die sind, also Inder sind sehr, sehr gute Mathematiker. Die wissen ganz genau, wie man sowas rechnet. Kinderleicht. Sollte man eigentlich in der Schule lernen. Zwei hoch. 2 hoch 64. 2 mal 2 mal 2 mal 2. Aber 64 hoch 2 wäre dann mit sich selbst. Ach so, okay, ich habe das vertauscht. Okay. 2 mal 64 hoch. Ich dachte 64 hoch 2. Das meinte ich. Vom Prinzip ist es richtig, nur andersrum. Okay. Ja, das meine ich. Der König hat das gedacht, aber was anderes gesagt. Let's take a look. Oh, das ist aber hier kein Level, sondern ein Baumeister. Hochgeladene Level. Wenn du noch da bist, kannst du mir ja sagen, was ich spielen soll. Which level? Die sind alle sehr gut. Ich denke nicht, dass... Das sind aber nicht deine Level, sondern von irgendjemandem. Ich vergebe euch, mein König. Ich vergebe auch dir. Ich weiß nicht wofür, aber ich vergebe dir. Alone 2. Bevor ich 2 spiele, müsste ich 1 spielen. Um 5.55 Uhr. So, ist denn die Person noch da, die das reingeschrieben hat? Bei einem Level wäre mir das egal, aber bei so vielen. Das macht ja keinen Sinn. Was soll ich denn hier spielen? Sieht nicht so aus, ne? Ich verstehe das nicht, diese Chat-Hopper oder wie man sie nennt. Rein, was reinposten und wieder weg. Macht ja keinen Sinn. Auch wenn das hier sehr, sehr schön aussieht mit den Dark Souls. Das spiele ich nicht. Wenn er schon Dark Souls heißt.
Aber eigentlich eine sehr, sehr gute Abschlussrate. Also alles, was so über 10% ist. Wie viel hatte deins nochmal? Mein König, es ergibt keinen Sinn. Ja, dann weiß ich ganz genau, wer du bist. Ja, Schwierigkeit. Oft, viele machen diese Schwierigkeit hier. Wie viel hatte dein Level nochmal? Abschlussrate. Aber es ist alles möglich. Also wenn es ein kurzes, knackiges Level ist, dann ist es auf jeden Fall. Ich entferne mal das gute Vibe hier. Hast du vielleicht noch eins? Sonst gehe ich weiter auf Rekordjagd. Also kurze Level wären von Vorteil. Oh shit! Im Sinne von oh shit. Einfach mal ein paar neue Level ausprobieren. Geh mal in meine Liste. Wer bin ich denn? Ich verstehe das gerade nicht. Wirklich nicht. Ach, und den das Neueste. Ach, das hatte ich. Ich brauche so ganz normale, klassische Level. Um so das alte Feeling so zu bekommen. Wieso müssen dann Mario Maker Level einfach irgendwie aggressiv sein? Wieso müssen die schwierig sein? Wieso muss man da irgendwie ekelhafte Tricks machen? Wieso kann das einfach nicht entspannt sein? So wie hier. Ich brauche so richtig gut designte Level. Bis jetzt hat Schofield sehr, sehr gute Level hier reingeschickt. Das waren sehr angenehme Level. Die haben sich sehr gut gespielt. Ja, das ist... Na, gut angefangen und das Ende ist einfach noch schlecht. Genau, der Schofield, der ist ausgebrochen und meinte, hier ein paar Level einschicken zu müssen. Das geht schneller. Das geht schneller. Oh, weg mit dir. Okay, jetzt habe ich keinen guten Schuss, aber das ist mir egal. Was ein genialer Name. Ich kenne ihn nicht und dennoch habe ich tiefsten Respekt vor ihm. Aber du kennst ja den Schofield. Es gibt nur einen wahren Schofield. Ich glaube, das war auch einer meiner ersten Serien, die ich wirklich totgesuchtet habe, die ich ganz, ganz gerne geguckt habe, damals noch auf dem Fernseher. Wo ich wirklich eine ganze Woche gewartet habe auf die nächste Folge. 5 Sekunden, das ist wieder so ein Speedrun-Level, ne? Sind ganz, ganz kurze. Okay, der spielt sich von alleine. Ich verstehe nicht, was das für Level sind. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Okay. Ich glaube, der Anfang muss so sein, wie es ist. Und dann gehe ich hier rein. Und dann ist mir alles egal. Ich nehme gleich deins. Ich nehme gleich deins. Wie mein Bruder, ich habe Prison Break jetzt innerhalb des letzten Jahres bestimmt 3-mal durchgeschaut. Absolut genial. Nicht kommentieren.
guckt aber Breaking Bad. Ich finde es sehr interessant, wie die Rollen sich da vertauscht haben oder getauscht haben. Das sind ja Charaktere gewesen von Anfang an. Kann ich das nicht so machen? Von Anfang an bis zum Ende waren es ja eigentlich immer dieselben Charaktere, die dann irgendwie hier mal vorgekommen sind, da mal vorgekommen sind. Ich muss hier weg. Prison Break könnte ich nochmal gucken. Das ist, wo die in einem Gefängnis sind, dann sind die in diesem Gefängnis und dann sind die da und dann müssen die wieder da weg. Da denkst du, die haben es geschafft und dann wird es noch schlimmer. Und das ist schon sehr cool. Also ich kann jetzt nicht irgendwie erzählen, ohne zu spoilern. Wer meine Level spielen möchte, kann gerne meine Level spielen. Das, guck mal, 911. 0,10. Wer traut sich bitte? 0,10%. 1,62 und 2,77. Das sind auch immer dieselben. Das sind immer dieselben, die es geschafft haben. Niemand wagt es, auch irgendwelche Rekorde hier zu brechen. Ich bin mal gespannt, was die Abschlussrate hier nochmal gewesen ist von... Guck mal, 0,67. Denzen 86. Der alte Hase. Aber der hat es schneller geschafft, oder? Denzen 86 hat es schneller geschafft, oder? Eigentlich müsste ich dem den Rekord brechen. Eigentlich müsste ich dem hier... Mr. Schmuck. Schaffst du nicht. Aber Denzen 86 gucke ich auch sehr, sehr gerne. Denzen ist auf jeden Fall ein cooler Dude. Ich muss mal gucken, wie das mit dem Raiden und mit dem Hosten funktioniert. Dann würde ich mal ganz gerne Hosten und Raiden. Auf ein paar Leute rüber schicken. So, aber ich wollte ja eigentlich, jetzt bin ich wieder in Gedanken, mal bei dir hier reinschauen.